Immer wieder kommt es im Alltag zu Unfällen und Menschen kommen zu Schaden. Verunglücken Kinder auf einem Spielplatz, der von der Gemeinde betrieben wird, ist diese haftbar, falls die Spielgeräte nicht ordnungsgemäß gewartet wurden. Katja Wolf und Nicole Rieder ahnen noch nicht, dass heute ein Spielplatz Ort eines Verbrechens wird. Egon, L25 von Egon. Der L25 hört. Fahrt bitte zur Leanderstraße 24. Dort ist ein Spielplatz. Ein Anrufer, Martin Zander, meldete ein vorsätzlich verletztes Kind auf einem Spielplatz. Eben auf diesem Spielplatz. Der RTW rollt. Alles klar, verstanden. Wir rollen auch. Polizisten werden für den Einsatz mit Kindern speziell geschult, da diese relativ häufig ängstlich auf uniformierte Beamte reagieren. Katja Wolf und Nicole Rieder kennen sich aus. Die Schaukel ist gerissen. Ja. Und da ist er voll hingeknallt. Hallo. Hallo. Der Hut, der hat geschaukelt und dann ist Hallo. Die Schaukel kaputt gegangen. Als wir hier am Einsatzort angetroffen sind, haben wir also den kleinen Jungen gesehen, der verletzt war. Mit dabei waren seine Tante und seine Mutter und eben noch Freunde. Das war einmal ein Mann und zwei Frauen waren dabei. Die Lage war hier zu Beginn noch relativ ruhig. Die Beteiligten haben uns also hier geschildert, was sie beobachten konnten und was sie für Feststellungen gemacht haben. Aber das Ganze ging da noch relativ ruhig vonstatten. Hugo, bist du von der Schaukel gefallen? Ja. Wie ist das denn passiert? Weißt du das? Ich war so hoch geschaukelt, dann war die kaputt gegangen. Die Schaukel? Mhm. Ja, guck mal. Okay, ja. Und wo tut dir alles was weh? Das und das. Ich habe mir das schon angeguckt hier mit der Schaukel. Die ist gerissen. Da hat jemand dran rumgefummelt. Die Saale sind angesehen. War doch bestimmt der Herr Krühl. Ja, der Krühl da oben. Das ist ein Kinderarzt, der Typ. Nee, das ist nicht so rum. Die pure Anwesenheit der Beamten scheint die Bewohner der Wohnsiedlung dazu zu bringen, ihren Frust lautstark zu äußern. Den Schuldigen haben sie bereits ausgemacht. Wie kommen Sie darauf? Krühl, komm runter! Ey, machen Sie ein bisschen ruhig, ja? Gehören Sie zusammen, oder? Nein, wir sind nur Freunde, also wir sind nur Kinder hier, Spielplatz. Gib doch zu, dass du es warst! Ja, also auf mich persönlich hat der Herr Zander einen sehr renitenten Eindruck gemacht und also mein bester Freund würde er nicht werden. Hast du denn irgendwas gesehen? Ich habe nur gesehen, dass der Hugo ganz hoch geschaukelt ist und dann ist er runtergefallen. Okay, aber vorher hast du auch nichts gesehen, dass da irgendjemand an der Schaukel rumgefummelt hat oder so? Ja. Nicht. Okay. Noch ist nicht klar, ob die Schaukel manipuliert wurde. Für die Verletzungen des kleinen Hugo ist dies auch nicht relevant. Der Verursacher muss trotzdem gefunden werden. Super, machst du das, komm runter, Hugo, ne? Gibst du, dass du es warst! Ruhe, fahren Sie runter, Nee, du musst endlich mal dafür gerade stehen! Fahren Sie runter und sitzen gleich im Auto. So, also er soll das sein, dieser Krüll. Ja, okay. Das ist der Krüll. Okay, wir gucken gleich mal, ja? Aber Sie fahren jetzt erst ein bisschen runter. Ja, ja. Ja, als ich die Schaukel näher unter Lupe genommen habe, habe ich halt schon festgestellt, also die Schaukelseile, das waren relativ neue Seile, also da waren keine Gebrauchsspuren dran, aber die waren ganz sauber abgeschnitten, also da wurde definitiv dran manipuliert. Die sind Niki, ich frage jetzt noch einmal am RTW, ja, und dann würde ich sagen, sprechen wir mal mit dem Herrn, wenn hier alle den Verdacht haben Sie, da äußern. Sie kennen den Herrn Krüll auch? Ja, der Herr Krüll, also ich... Wie verhält er sich denn hier normalerweise? Wie der sich hier verhält, das ist in der ganzen Nachbarschaft, ist das bekannt, dass er eigentlich gegen die Kinder ist und gegen den Lärm und alles. Du weißt das doch auch, Martin. Ja, ja. Also jedes Mal hier immer gegen... Der will uns hier verjagen. Wir machen jedes Kind an. Ruhig. Die Aussagen des Herrn Zander wurden schon bestätigt, also eigentlich von allen umstehenden Personen, die noch da waren. Deswegen haben wir dann auch gesagt, okay, dann müssen wir uns den Herrn Krüll mal irgendwie genauer angucken. Das kann doch nicht sein. Wir gucken. Okay? Alles klar, alles klar. Okay. Und Sie halten bitte ein bisschen Ruhe, ja? Okay. So. Das Kind ist versorgt, wir kümmern uns um den Rest und Sie bleiben bitte ein bisschen entspannt hier. Für die Polizistinnen ist nun entscheidend, die erhobenen Vorwürfe der Nachbarn auf ihre Stichhaltigkeit zu überprüfen. Die Befragung des Beschuldigten soll Klarheit bringen. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind der Herr Krüll? Bin ich. Dürfen wir einmal reinkommen, bitte? Bitte. Der erste Eindruck, den der Herr Krüll auf mich gemacht hat, der war eigentlich freundlich, ruhig. Er war zugänglich. Er hat sich dafür bereit erklärt, dass wir reingehen dürfen. Und auch mit ihm hat sich halt auch bereit erklärt, mit uns ein Gespräch zu führen. Es wird Ihnen so einiges vorgeworfen, dass Sie hier irgendwie die ganze Nachbarschaft in Angst und Schrecken verjagen, Kinderhasser sind und solche Sachen. Ach, Angst und Schrecken, wenn ich das nicht mal höre. Der Spielplatz, der war noch nicht hier, da habe ich hier schon gewohnt. Und ich kann nun mal mit den Kindern nicht und die gehen mir richtig auf den Nerven. Was heißt,
Die machen nur Theater, Randale, immer nur Geschreie und da kann ich nie drauf. Und da gibt es auch schon mal ein Glas Wasser über den Balkon. Aber da ist doch nichts Schlimmes. Das Gespräch hat sich dann nachher irgendwie ein bisschen merkwürdig entwickelt, indem er natürlich auch ein bisschen aufbrausender wurde, weil er sich dann selber auch etwas in Rage geredet hat und dann plötzlich von draußen, von dem Herrn Zander, lautstarke verbale Äußerungen kamen. Da mussten wir dann auch erstmal auf den Balkon gehen und dem Herrn Zander mal eine Ansage machen. Und dann ging es dann noch weiter. Ah, sehen Sie, jetzt fängt es schon an, da. Hey, aufhören da unten. Du Kinder hast ja. Hören Sie auf jetzt da unten. So wie die Eltern, so die Kinder, ist doch kein Wunder. Herr Krüll, Herr Krüll, Sie gucken mal. Ruhe, ich hab mal die Faxen, die gehen hier, du. Sie gehen rein und benehmen sich. Durch ihr aktives Einschreiten konnte Katja Wolf eine versuchte schwere Körperverletzung gerade noch abwenden. Die prekäre Situation erfordert Verstärkung. Den nehmt ihr bitte einmal mit, Herr Zander, es reicht. Ich hab's Ihnen gerade gesagt. Einmal mitnehmen bitte, danke. So. Ja. Jetzt. So. Konnte schemenhaft eine Person erkennen mit Fahrrad. Wo haben Sie die erkannt? Hier auf dem Spielplatz. Die kam von dort, ging rüber. Eine Frau oder was? Weiß ich nicht. Zur Person kann ich nichts sagen. Zum Fahrrad war lila, hatte vorne einen Korb Blumen und hinten Blumen. So Plastik. Also so ein Damenrad mit so einem Korb vorne, oder? Und hinten sah aus wie ein Werkzeugkoffer für mich. Aber wie gesagt, war noch dunkel und ich konnte es jetzt aber auch nicht so gut erkennen. Was hat die Person mit dem Fahrrad gemacht? Die hat sich zur Schaukel hinbewegt. Okay, und dann haben Sie... Dann bin ich aber wieder reingegangen. Okay. Und wo die Dame mit dem Fahrrad hin ist, können Sie nicht sagen. Ich weiß ja nicht mehr, ob es eine Dame oder... Ja, oder nee, Person, wie gesagt, die Person, aber ein lila Fahrrad mit Blumen. Keine Ahnung. Wo, haben Sie denn, jetzt erst mal eine Dame wo stehen schließen. Denn hier die Fahrräder? Im Innenhof. Im Innenhof. Also alle, die hier wohnen und ein Fahrrad haben, die haben da auch die Fahrräder stehen. Die stehen immer da. Die Beamtinnen überprüfen die Aussage des Verdächtigen. Die Kollegen halten den aufgebrachten Nachbarn fest. Am angegebenen Ort finden sie das Rad nicht und suchen weiter. Hier steht ein Fahrrad. Lila. Passt ja. Passt. Werkzeugkoffer drauf. Mit den Blumen und so, das passt doch. Ja, das wird das Fahrrad sein. Das Schloss ist vorne drin. Und was ist da drin? Also damit kann man auf jeden Fall hier Säge, Cuttermesser, da kann man auf jeden Fall die Seile mit durchschneiden. Das ist nur die Frage, wem gehört das Fahrrad, ne? Ist hier irgendwo eine Rahmennummer? Ja, bestimmt. Die Kollegin hat sich dann mal die Rahmennummer des Fahrrads vorgenommen, hat die durchgegeben, hat dann eine Abfrage gemacht und so konnten wir dann die Halterin des Fahrrads dann letztendlich auch ermitteln. Ja. Also die Abfrage hat ergeben, dass die Eigentümerin des Fahrrads eine Michelle Lehnhardt ist. Und die Frau wohnt in der Neanderstraße 26 in Duisburg, also ganz bei euch in der Nähe. Gegenüber quasi. Die Beamtinnen erfahren von der Tante des verletzten Jungen, dass es ihm gut geht. Ihnen entgeht nicht, dass sich hinterrücks jemand mit dem Rad davon machen will. Moment. Sind Sie die Frau Lehnhardt? Hallo. Sind Sie die Frau Lehnhardt? Ja, was wollen Sie? Aha. Uns wurde berichtet, dass Sie heute Morgen da irgendwie an der Schaukel rumgefummelt haben. Wie reden Sie überhaupt mit mir? Ich rede ganz vernünftig mit Ihnen. Nee, was soll denn das jetzt? Ich muss auch eigentlich zur Arbeit. Ja, jetzt warten Sie erstmal, weil wir jetzt gerne mal mit Ihnen reden möchten. Was ist hier los? Was wollen Sie von meiner Frau? Ihr Mann. Aha. Also es wurde uns irgendwie berichtet. Wie ist Ihr Name? Geht's Ihnen gut? Ich wollte das nicht. Was wollen Sie nicht? Ich wollte nicht. Ich wollte einfach nur. Was ist los? Ich wollte niemanden verletzen. Ich habe einfach nur ein bisschen da rumgefummelt an dem Seil. Was heißt rumgefummelt? Nein. Womit haben Sie denn da rumgefummelt? Nun sagen Sie mal, was passiert ist, ja? Ich habe mit der Zange, damit die Kinder woanders spielen, habe ich da was dran gemacht und habe das aus deinem Werkzeugkoffer genommen. Aber ich wollte das zurücklegen und ich wollte auch wirklich, dass die Kinder woanders spielen. Und ich wollte nicht diese ganzen glücklichen Pärchen, die ich andauernd immer sehe. Der Mann hat dann uns auch noch erklärt, dass seine Frau wohl also psychisch in letzter Zeit relativ labil ist. Sie haben wohl seit Jahren schon selber den Kinderwunsch, sind darüber relativ unglücklich und ja, problembehaftet und belastet. Und dass das wohl dann, ja, keine Entschuldigung, aber eben der Grund dafür sei. Fakt ist, dass Sie jetzt hier auf jeden Fall sich damit strafbar gemacht haben. Ja, ja. Es ist ein Kind zu Schaden gekommen, das Kind ist verletzt, das ist jetzt im Krankenhaus. Ja. Ja.
Das heißt, wir werden Sie auf jeden Fall mit zur Wache nehmen und zu dem ganzen Sachverhalt noch mal befragen. Ja, Straftatbestand, der hier im Raum steht, wäre auf jeden Fall eine gefährliche Körperverletzung, eventuell fahrlässige gefährliche Körperverletzung. Das müsste man eben prüfen. Und sie hat auf jeden Fall dadurch, dass sie hier an der Schaukel manipuliert hat, ja, in Kauf genommen, dass hier jemand zu Schaden kommt. Dann also, können Sie Ihre Frau ein bisschen unterstützen, aber dann fahr ich direkt. Nichtsdestotrotz. Dann kommen Sie bitte mit. Die psychisch angeschlagene Frau wird auf der Wache weiter vernommen. Für ihre Tat wird sie sich vor einem Gericht verantworten müssen.